So, servus Leute und willkommen zur Folge 288. Ja, ich bin auch wieder da. Ich hatte Zeit lang nichts gemacht. Erstens, weil ich was für den Kanal getan habe und zweitens ging es mir die letzten Tage nicht so prickelnd. So, Schwamm drüber. Ich will euch ja nicht vielleicht auf die Folter spannen. Wir fangen direkt mit einem kleinen Road Rage an. André fährt durch Rumänien und da vorne die Personen in diesen Fahrzeugen mögen sich irgendwie nicht. Was nennt man Road Rage? André ist in Rumänien, weil er einen Roadtrip macht und ja, das würde mir auch mal gefallen. Hoch zum Nordkap oder so, wäre geil. Hier kann man jetzt schön rechts die ganze Strecke einsehen und ich würde wahrscheinlich auch überholen, was mir aber nicht passt, dass er hier hinten hinter dem noch rausknallt. Gut, er muss natürlich gucken, der Rote, aber ja. Und eigentlich wollte ich noch anscheißen, dass er zu schnell fährt, weil er so schnell ausschaut, aber ich habe nachgemessen, es waren bloß 100. Hat er Glück gehabt. Alter. Junge. Lissy hatte diesen ungeduldigen Porsche-Fahrer gefunden. Normalerweise fahren die Leute ja von Beschleunigungsstreifen auf die ganz linke Spur, aber der benutzt ja nicht mal den Beschleunigungsstreifen. Der knallt direkt über die durchgezogene Linie und raus auf die zweite Spur. Also das ist eine ganz sensible Sache hier. Da rechts sitzt jetzt einer auf dem Standstreifen. Die Person wurde zum Glück nicht angefahren. Sie wurde mit dem Krankenwagen in die Psychiatrie verschafft, verräumt. Hier gibt es dann noch einen, der es sehr eilig hat. Der fährt einfach drüber. Normalerweise gilt das ja als rote Ampel, soweit ich das weiß. Pascal hat geschrieben, dass er noch Fahranfänger ist, beziehungsweise seinen Führerschein erst gemacht hat. Und so eine Situation wie hier lernt man jetzt nicht unbedingt in der Fahrschule und deswegen war er ein bisschen überfordert. Er will hier gerade ausfahren, was er auch macht. Die sperren aber die Straße, weil die scheinen irgendwas bauen wollen und der Typ da war ein bisschen entsetzt. Oder er wollte bloß eine Umarmung, das weiß ich nicht. Von hinten durchziehen und dann noch den Gegenverkehr ausbremsen, das ist eine reife Leistung. Und Nico lässt das natürlich nicht auf sich sitzen. Erstmal hinterherbrettern und erstmal schön auf die Hupe steigen. Wie eilig müssen es Leute haben, um solche Manöver hier abzuziehen? Ich meine, bringt das einen um, wenn man mal 5 Sekunden hinter einem Fahrzeug fährt, was langsamer fährt? Idiot! So, jetzt einmal auf diesen Porsche-Fahrer achten. Ich denke mal, dass das ist, dass der sich gedacht hat, bevor ich diese Fahrradfahrer überhole, ziehe ich doch lieber quer über die ganze Fahrbahn. Alter! Ich erkläre jetzt mal die Situation, die kommt ein bisschen uneinsichtig. Da vorne dieser BMW fährt jetzt raus, hält den fließenden Verkehr auf, der eigentlich gerade links an einem haltenden Bus vorbeifahren will. Jetzt fährt aber der Bus auch los und jetzt steht der Transporter mitten auf der Straße. Ja, die ganze Situation, die lief irgendwie nicht ganz so prickelnd. Hab ich gar nicht gesehen. So ein... Was will die Tante? Ja, keine Ahnung, die guckt, die blinkt auf jeden Fall. Hier geht es um das weiße Fahrzeug da vorne. Einfach mal zuhören und gucken, was die Frau da macht. Hier ist frei. Ja, was ist denn nun? Ja. Pass auf. Ja. Hier kommt auch noch einer und ich sehe nichts. Ja, sag mal, die hat doch wohl einen Sockenschuss, die Alte. Frei. Ja, vor allem winkt mir, ich soll losfahren. Kommt von der Gegenseite und fährt sie selber los. Ja. Mit der Verkehrsbeobachtung hapert es wohl ein bisschen, weil der BMW ihr fast in die Seite reingeknallt wäre, wenn der nicht auf die Gegenfahrspur ausgewichen wäre. Was passiert, wenn man ein bisschen abgelenkt ist und im Gegenverkehr meint einer, der müsste über diese doppelt durchgezogene Linie fahren und den ganzen Verkehr aufhalten? Das passiert. Du Hurensohn! Ich will niemals nicht unterstellen, dass er abgelenkt war, aber das sah fast so aus. Hier haben sich übrigens wieder zwei gefunden auf der Autobahn. Die mögen sich ganz gern. So, jetzt können wir wieder zu einem ganz, ganz leidigen Thema, und zwar Fahrradfahrer überholen. Fahrradfahrer müssen ja immer überholt werden, egal wann, wo und wie. Mit Abstand, ohne Abstand, in der Kurve, nicht in der Kurve, auf der geraden Strecke. Hauptsache, man ist dran vorbei und gibt einfach keine Rücksicht drauf.
Das ist mir jetzt schon so oft aufgefallen, auch bei einem Kumpel von mir, der wird mit seinem 70er Roller, also der fährt 70 mit dem Ding, mit weniger als einem Meter Abstand überholt und ja. Arne hat das gleiche hier auch erlebt mit seinem Trekkingrad auf der Landstraße, es war keine Bundesstraße oder sonst was. Und er hat sich jetzt überlegt, er erstellt einfach mal Anzeige. So, und was kommt natürlich im guten Deutschland raus, wenn man eine Anzeige erstellt? Folgendes. Gegen den Silbernen hier wurde das Verfahren eingestellt, weil kein Fahrer ermittelt werden konnte. Und bei dem Roten wurde das Verfahren eingestellt, weil er keinen Fahrradfahrer gesehen hat. Ja, willkommen in Deutschland. Lasst mal die Tasten fliegen, ich will wissen, was ihr dazu denkt. So, Daniel sieht hier jetzt einen Fahrradfahrer bzw. eine Fahrerfahrerin auf die Autobahn auffahren. Er macht das Richtige, er ruft die Polizei. Polizeinotruf. Hallo, der spricht. Und zwar auf der Autobahnauffahrt, da noch, A7 Richtung Stad, ist gerade eine Radlfahrerin auf der Autobahn aufgefahren. Ich werde jetzt nicht das ganze Gespräch nachsprechen, das wäre einfach zu lang. Ja. Wer hat es genauso schlimm wie Fahrradfahrer? E-Scooterfahrer. Die fahren auch auf der Straße mit Kennzeichen, die werden genauso knapp überholt. Die Leute interessiert das einfach nicht. Hier vorne kommt jetzt ein blauer Ford Fiesta auf die Autobahn draufgefahren und ja, er bremst, statt zu beschleunigen. Bremst du aber nicht, da fährt man weiter. Ja, komm drauf! Mein Gott, und Schwung geben, Alter! Jetzt glaube ich, darf ich mal anfangen, mich zu tarnen, nicht, dass du mich mal auf Video hast. Alter! Asi! Wir wollten eigentlich uns schon beschauen von 12, wir kommen schon wieder hoch. Ja, kurze Fix, Alter, Junge! Mann! Ja, kurze Fix. Da man es leider nicht so gut sieht, dieser VW da vorne, der blinkt links. Aber er fährt nicht links. Oh, hallo, ein Flixbus. Wir wissen, was jetzt wieder kommt. Alter! Die fahren wie die Idioten. Was ist falsch, Mike? Fun Fact: Flixbus, das Unternehmen an sich, hat einen einzigen Bus. Ich habe mich zu Anfang auch erst gewundert, was der da macht, ob der jetzt zurücksetzt oder nicht. Aber dass jetzt von links ein LKW kommt, damit hätte ich jetzt eigentlich nicht gerechnet. Was ich aber noch schlimmer finde, dass der mitten hier auf der Landstraße steht und den ganzen Verkehr ausbremst. Den Clip können wir wahrscheinlich in die Kategorie dümmsten Überholmanöver der Welt verschieben. Erst einen Fahrradfahrer überholen, um danach ihn zu schneiden und dann zu parken. Der Typ hat wirklich mitgedacht. Der wusste, wo er hin will. Nico hat meiner Meinung nach was Interessantes gefunden, was ich euch nicht vorenthalten will. Er nennt das Prüffeld für Fahrbahnmarkierungen und an sich ist es keine schlechte Idee. Man macht einfach die ganze Straße voll mit der Fahrbahnmarkierung mit verschiedenen und dann wird einfach dauerhaft von anderen Leuten drüber gefahren, bis die Markierungen sich halt abnutzen. So kann man auch testen. Ich schätze mal, dass die Person vielleicht nicht ortskundig war und dann Umleitung fährt und dann nach diesem Umleitungsschild gefahren ist, statt zu gucken, wo dieses blaue Schild hin zeigt. Aber da kann man jetzt drüber streiten. So, jetzt direkt mal auf die linke Seite gucken, da fährt ein E-Scooter über Rot. Ja, bei Torben ist die Schadensfreude groß. Ist auch kein Wunder. Endlich mal erwischt jemanden, der Scheiße baut. Und man hat's auf Video. Ist doch perfekt, ne? So, ich verabschiede mich. Drückt auf Abonnieren, wer es noch nicht getan hat. Drückt die Glocke. Man sieht sich beim nächsten Mal. Servus. Geil, Alter.